Hey und was geht? Ich bin's mal wieder, euer Reborn XHD. Willkommen zu einem neuen Black Ops 3 Video hier bei mir auf dem Kanal. Und zwar hatte ich mir gedacht, ich kann ja mal eine Reihe einführen, in der ich so Reviews mache zu den bestimmten Waffen. Und in dem Fall wäre es jetzt hier die VMP in Black Ops 3. Nur ich weiß nicht, wie lange ich diese Serie jetzt erstmal noch führen kann, dadurch, dass die Beta für mich heute abläuft. Muss ich mal gucken. Aber naja, ich fange jetzt erstmal mit der VMP an. Das ist nämlich eine MP, wie es der Name schon sagt, VMP, eine Primärwaffe. Jetzt komme ich erstmal zu den Pro-Punkten. Sie ist sehr, sehr stark auf kurzer Distanz. Da kann so gut wie keine Waffe mithalten, weil sie wirklich sehr stark ist. Dazu hat sie noch ein großes Magazin von 40 Schuss. Sie ist sehr beweglich und hat eine sehr, sehr hohe Schussrate, weswegen sie auch auf kurze Distanz so stark ist. Allerdings hat diese Waffe auch ein paar Kontrapunkte, zum Beispiel, dass sie sehr schwach auf langer Distanz ist, sie ist unpräzise auf langer Distanz und sie zieht beim Schießen stark nach oben. Außerdem geht das Magazin auch noch ziemlich schnell leer, aufgrund dessen der hohen Schussrate. Die Waffe an sich hat mir relativ gut gefallen, man sollte sie allerdings auf Karten spielen wie Combine und nicht unbedingt auf, ich weiß gar nicht genau, wie diese Winterkarte jetzt gerade heißt, Stronghold hieße. Und ja, auf so einer Karte sollte man die VMP auf gar keinen Fall spielen, weil da muss man eine Waffe spielen mit großer, die gut auf große Distanz ist und so weiter. Aber naja, die VMP ist so die Mittelklasse der MPs, würde ich mal so sagen, und kriegt von mir eine Bewertung von 6 von 10 Punkten, also etwas besser als das Mittelmaß. Ausprobieren kann man sie mal, aber wirklich eine sehr gute Waffe ist sie jetzt nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ich weitermachen soll mit dieser Serie, beziehungsweise mit dieser ersten Folge, ich will jetzt nicht direkt Serie sagen, falls ich da nicht weitermachen sollte, dann könnt ihr gerne das Video bewerten und auch mal einen Kommentar schreiben, wie ihr diese Serie findet oder diese erste Folge, das erste Video. Und ja, das war's dann von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Reborn XHD. Peace out. We'll be right back.